Etwas Neues zu machen ist immer etwas sehr, sehr Kreatives, wo man quasi eine neue Welt schafft oder eine neue Welt aufbaut. Mein Name ist Michael Joost, ich bin der Gartendesigner hier im Phantasialand und wir befinden uns im Wußtal vor einer neu entstandenen Fassade im Wußthema und wir machen gerade die neuen Gartenanlagen. Im Wußtal sind wir sehr frei mit der Gestaltung. Wir haben ja hier dieses Fantasy-Thema, das heißt, es gibt keine Grenze. Selbst wenn es nur kleinere Sträucher sind, die an der Fassade sind, in der Mitte der Fassade, wird die ganze Architektur lebendig. Also das merkt man direkt, der Unterschied ist gewaltig. Wir haben hier überwiegend immergrüne Pflanzen, so wie wir das immer machen, denn der Park soll im ganzen Jahr toll aussehen, auch im Winter. Das Besondere im Phantasialand ist die Liebe zum Detail und dass wir ganz große Sorgfalt darauf legen, selbst das kleinste Pflänzchen dann nochmal umzudrehen, damit es auch mit der schönen Seite nach vorne guckt. Also sowohl im Großen wie auch im Kleinen ganz präzise zu arbeiten.